So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich bin noch mit dabei. Surprise! Und wir gucken uns heute an Absan Maverick gegen Food Chain Goblins. Jo. Das Matchup, was man vor 20 Jahren schon sehen konnte ohne Food Chain? Jupp, und aktuell überhaupt keine Meta hat? Nein, aktuell haben diese beiden Decks absolut keine Meta-Relevanz. Das aber nicht schlimm. Boah, wer ist denn vorne? Ich würde da tatsächlich sogar Food Chain vorne sehen. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn Absan Maverick, wir haben das Matchup ja schon mal gesehen mit Four Color Maverick. Ja. Wenn da so ein bisschen eine Aggro-Schiene von Maverick kommt, kann das gewinnen. Ja, oder so ein Land Denial oder so. Wenn allerdings Goblin wirklich einfach auf Food Chain gehen kann, ist es halt ein Creature-Combo-Deck und gegen Creature-Combo-Decks macht Absan Maverick halt nichts. Ein gezieltes Swords ist halt irgendwie, aber dann ist halt auch Instant, nicht. Kannst du rausnehmen, ist gar kein Problem. Ja, kannst du halt wieder sacken. Sext halt da drauf, aber ja. Puf. Deswegen ist schon. Es ist gar nicht so Absan, wie ich gedacht habe, fällt mir gerade auf. Also die ich habe gerade Leovold gesehen. Oh. Okay. die Strategie, die ich dann halt gegen Food Chain fahre, ist halt Sport clear halten. Ja. Das funktioniert meistens am besten, da die Food Chain-Kombo überhaupt nicht an Laufen kommen kann. Ja, gerade gegen Goblins ist es halt schwierig, weil Goblins braucht eigentlich nur Food Chain und irgendeine Karte. Dann können auch Top-Decken irgendeine Karte meistens. Weil normalerweise produziert ein Goblin mehr Goblins. Da haben wir den guten Green Sun Zenith into Dried Arbor Start. Sehr geil. Mhm. Ja, macht das ein Mana, zwei Mana. Genau. Dann Mountain Go. Kein Lecky, kein Nichts. Ja, okay, der Lecky ist ja jetzt eh schon Käse. Ja, aber ich hätte damit gerechnet, dass da irgendwie was Early Game gehalten wird. Hm. Interesting. Talia oder Knight? Talia und Knight of the Reliquary. Ich würde hier vielleicht sogar direkt schon für den Knight gehen. Einfach für dicke Typen. Da kommt der Knight. Der ist schon 3-3. Dann Go. Undraw. Ich kann die Hand von Goblin nicht genau sehen. Ich kann die gar nicht auch nicht. Ich glaube, bei Maverick ist noch ein Ding drauf. Talia auf jeden Fall und noch irgendwas. Ich meine Knight of the Autumn. Fetchland. Boah, kommt jetzt von Goblin. Ist das ein Feuerfeld? Nein, das ist kein Feuerfetchland. Ich bin enttäuscht. Ich wollte gerade auch sagen, was ist das denn? Bin enttäuscht. Was ist da denn los, Kollege? Ja, da geht man halt safe auf die Basics. Ja, da muss man jetzt. Also gegen Maverick kann man halt mal ganz schnell einfach das Board verlieren. Dafür ist, habe ich jetzt gelernt, auch der Basic Forest im Deck. Ah, da wird die Dryad abgeknallt mit dem Flash Dude. Ding, ja. Munitions Expert? Genau, Munitions Expert. Not bad. Mach natürlich den Knight auf 4-4, oder? Ja, aber du hast jetzt auch einen Blocker-Buddy. Das ist ein Wasteland, das macht nicht so viel. Nö, ein Wasteland macht nicht viel. Wasteland. Night of Autumn. Thalia kann man droppen. Ich würde den Night of Autumn einfach auf der Hand behalten. Ja, wenn er einfach Food Chain Go macht. Ja. Deswegen, das muss schon sein. Genau deswegen. Man will das Wasteland eigentlich nicht benutzen, man muss das Wasteland. Boah, man nimmt den Damage. Nimmt man den Damage? Eigentlich, man will den Damage hier nicht nehmen. Okay. Jetzt nimmt man den Damage und hat die Tundra, die Savanna enttappt. Hä? Ah. Nee. Hä? Wofür hat man denn jetzt das Mana getappt? Ich hab keine Ahnung. Was zum Arsch ist da passiert? Wollte man Italia spielen, hat vergessen, sie ins Feld zu legen? Was? Was? Kommentator.exe stop working? Ja, echt so. Egal. Ignorieren wir das. Matrone. Das ist ein Plan. Ja, das ist eine Karte, die man spielen kann. So. Damit kann ich leben. Ja. Hä? Matrone würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe, wahrscheinlich den 4-Mana raussuchen. Da ist er, der Ringleader. Ich glaube, Ringleader wäre hier die beste Variante. Ja, einfach nur mehr Goblins aufs Board kacken. Genau. Junkblocker! Da ist auch die Ding. Die drin. Fable of the Mirrorbreaker. Und der Kikiki. Stimmt, der ist ja auch ein Kikiki. Yes, da ist auch ein Kikiki drin. Nicht ganz so cooler? Nö, das nicht. Aber ist auch gar nicht mal so wichtig, ob der gut ist. Ja, Ringleader. Ach, Goblin spielen kann ich.
Habe ich lange nicht mehr getan. Die Lines, die sind eigentlich immer ziemlich clear. Ja, manchmal hast du trotzdem einiges an Entscheidungen, je nachdem, was für Handkarten es sind und so weiter. Mhm. Wenn man diese Runde irgendwas spielt oder man wieder nur Länder hat. Man knallt sich einen Schaden, um Land zu tappen und dann Mana floaten zu lassen, ja, und dann aus dem Pool gehen zu... Was? Wie gesagt, Talia spielen hätte ich ja noch verstanden. Beat mit Knight. Ja. Block mit Matrone. Ich glaube, jetzt realisiert man gerade, weil die Talia nicht gespielt hat. Ja, man zeigt die, zieht gerade. Wow. Das ist der Leovold. Man hat keinen Landdrop. Warum hat man da das Land gezeigt? Fehlt einem irgendeine Farbe? Nee. Und vor allen Dingen, wieso lässt man die ganze Zeit das Weiß offen? Sports bluffen? Wasteland. Wasteland kann halt wehtun, aber hier wird tatsächlich sich entschieden, für die Dings zu gehen. 2, 3, 4. Okay, das ist ein. Noxus und Trashmaster, das ist ziemlich gut. Das ist okay. Den würde ich nehmen. Diese Wastelands, was alles in der Landbasis Old Border. Außer die Wastelands. Ja. Die sind aus Secret Lair. Und dabei hatte der Old Border. Ich krieg voll auch so ganz dezent. Da ist eine Cradle. Cradle macht zumindest ein Mana. Ja. Wenn man vor eine Talia legt, 2. Dann hat man 2 Grüne. Aber wofür hat man jetzt die ganze Zeit? Das ist. Ich weiß nicht, ob da ein Swords drauf ist oder. 2 Mana. Das ist Talia. Wahrscheinlich Talia. Ja. Und dann muss man mit Wasteland Wastelanden, damit das Wasteland den Ding nicht hittet. Den würde ich einfach blocken. Demonition Expert. Also, was sieht man? Ist das ein Mock War Marshal? Mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ja, wird geblockt. Wird geblockt. Muss man eigentlich das Wasteland Wastelanden, damit. Damit man überhaupt noch Zugriff auf Weiß hat. Nee, vor allem auch einfach auf Cradle. Okay, es wäre relevant gewesen. Das kann wehtun. Das kann richtig wehtun. Es ist halt die Frage, kann man sich das leisten, beide Wastelands wegzuhauen? Ja, ich glaube nicht. Man versucht wahrscheinlich jetzt hier den Muxus zu spielen. 3, 4, 5. Ja, aber echt schon hart verlockend, glaube ich. Echt. Aber jetzt den Goblin, der hier Second von Rot ist. Ich glaube, den hat er sogar auf der Hand. Das kann sein. Für 2 Mana spielt man jetzt ihn. Ja. Knallt die Talia ab. Ne, ist Lecky. Lecky, okay. Dann würde ich bieten und jetzt würde ich Wasteland Wasteland machen. Jetzt würde ich den Gegner einfach aus dem Leben nehmen. Ja. So, und jetzt bitte. Aber wenn der Gegner angreift, kann man mit Lecky zurückhauen. Ich würde hier auf jeden Fall Wasteland Wasteland machen. Ja, und du hast den Muxus ja auf der Hand. Das weißt du ja. Deswegen, Muxus auf der Hand und vieles. What? Okay, es macht ja zum Glück nicht so viel. Ja, hat halt 2 Mana da liegen und ein Weißes. Ne? Das ist halt jetzt gerade. Das ist ein Endurance. Mhm. Da kommt ein Hierarch. Jetzt kann man Endurance hardcasten für 3 Mana. Uff. Ja. Go. Go. Interesting. Sehr, sehr interessant. Oder man hofft halt auf den Landdrop, der einem jetzt noch fehlt. Ja. Da ist er sogar. Ein Landdrop. Von der Top. Ja. Better get lucky. Okay, da kommt der Muxus. Muxus macht Trigger, Trigger macht Bam. Dann knallt man jetzt die Endurance rein. Dafür castet man Endurance. Okay. Das hat jetzt keinen Unterschied gemacht im Endeffekt, weil die werden drunter gelegt. Das wird auch gerade realisiert. Egal, so wie er geschaffelt hat, sind die nicht nach oben gekommen. Vermutlich wird erstmal ein Judge Call gemacht. Wie würdest du das rulen? Beiden eine Schelle geben. Beiden eine Schelle geben? Ja, so startet jeder gute Judge Call. Nee. Kannst du nicht wiederherstellen. Kannst du nicht wiederherstellen. Das ist Warning, ist und, Warning und dann. 2 Leckys, geil. Wow, der hat sich ja richtig gelohnt. Autsch, das tat weh. Kriegen noch nicht mal Eile. Nö. Ja, mehr Leckys braucht das Land. Ja, das Board ist auch ein bisschen voll jetzt mittlerweile, ne? Mhm. Aber. Sonst halt nichts, so. Also nee, sonst ist da gar nichts. Da passiert halt gerade nichts. Ja, okay, wenn jetzt nochmal so ein Munitions-Expert um die Ecke kommt, der bringt halt jetzt alles um, was auf dem Board liegt.
Ah, wobei der Knight auch schon ziemlich groß ist. Aber der ist noch nicht 7-7 groß, glaube ich. 3, der ist 5-5. Das ist ein. Das war ein Prismatic Ending, das bringt hier gar nichts. Nee. Er versteht auch nicht, weswegen man da unter Advisor aufgelassen hat. Das ist eine Sorcery. Ja, aber man kann ja, wenn dann schon, das Wort bluffen. Ja, die war die ganze Zeit so. Ob man jetzt das Wasteland nicht benutzen kann, wenn man kein Mana hat. Oder ein Weiß offen lässt, um Swords zu bluffen. Würde ich lieber das Swords bluffen. Hm. Als ein Wasteland oft zu haben, was man halt eh nur reaktiv spielen kann. Hm. So, für eins, ja, geht ich schon Lecky. Schieß mal einen Lecky weg. Okay. Weiß und Ding. Oh, nein, auf Worte. Nee, Talia. Talia! Da hat man 4 grüne Mana. Oh. Die weggehen. Ja, wenn man. Also, Cradle ist ja nicht getappt. Aber noch ein Muxus. Noch ein Muxus wäre cool. Aber warum gibt man hier direkt. Oder hat man eine Food Chain? Nee, offensichtlich nicht. Man fetcht auf keine grüne Quelle. Ja, man hätte jetzt auf Tiger gehen können. Wenn man Food Chain gehabt hätte. Ja, genau. Wenn man Food Chain gehabt hätte, dann hätte Food Chain gehen können. Hm. Die Frage, ob man jetzt einfach gefetcht hat, wenn man den nächsten Muxus spielen möchte und dementsprechend halt. Boah. Ich würde halt, glaube ich, jetzt einfach. Der Muxus kriegt +1/+1 für jede andere angreifende Kreatur, ne? Yes. Das ist ja doof. Da ist der allen Eile gibt und alle eins weniger macht. Oh, er hat noch auf jeden Fall den auf der Hand, der plus. Plus Ding gibt. Wo ist die Cradle? Cradle. 4 Mana. Der Trashmaster 1/+1/+1 gibt. Oh. Ja. Ja, da kannst du. ja, da schiebst du einfach mal zusammen. Ein paar Mal kein Land gefunden. Da machst du halt nicht so. Und eine Talia gespielt, die nicht ins Spiel gekommen ist. Warum auch immer das passiert ist. Dann haben wir Game 2, erstmal Mulligan von Goblins. Sideboarding, Maverick, wahrscheinlich Black Engineer. Ja. Black Engineer und. Wenn man Tasty. Ah, ne, man hat die Endurance drin, aber sonst könnte man, wenn man Tasty ist, noch Surgical bohren. Ich hätte jetzt an Netherstone Canonisten gedacht, aber ich weiß nicht, ob die drin sind, ehrlich gesagt. Ja. Nur eine Kreatur spielen. Mm, die Talias können, glaube ich, aber raus. Ja, das ist das Einzige, was die, kriegen, ist Food Chain. Bei Goblins sowas wie Fury? Beziehungsweise das Pyroclasm. Fury, vielleicht eine Chalice. Oder zwei. Ich glaube, das kann das Deck sich nicht leisten. Also die Version vom Deck nicht. Ja, aber so dann kriegst du halt zumindest mal die Swords raus und dann bist du safe für deinen Turn. Weil ansonsten mehr interagiert Maverick. Bloodmoon? Oh, ne. Stimmt. Bloodmoon könnte im Sideboard sein. Bloodmoon könnte im Sideboard sein. Bloodmoon wäre gut. Hier kommt der Bird. Da kommt der Bird, da kommt die Ball. Ja. Hey, einer von beiden hat Food Chain Goblins? Ich würde davon ausgehen, dass es Food Chain Goblins ist. Okay. Aus einer Aetherfiole. Eben. Wir haben auch keinen Ignoble Hierarch bis jetzt gesehen. Stimmt. Kein Grün bisher. Hä? Secret Deck. Kann sein, dass es ein normales Weil-Goblin ist und kein Food Chain Goblin. Der hat mit Sicherheit hier so ein Transformation Sideboard. Ne, glaube ich. Bestimmt. Natürlich hat er damit. Oh, das war Edge Tube. Das ist ja safe der. Das ist ein Lock Fanatic. Den kann man opfern für den Challenge. Wow. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da für eine Abomination vor uns sitzt. What the fuck? Es kann gut sein, dass es kein Food Chain Goblins ist, aber. Ja, Munition Expert, shoot the bird. Everybody is heard about the world. Yes. Aetherfuel of 6 incoming. Oh, der schöne Schwarzwald. Der schöne Schwarzwald. Just so Power. Beautiful. Spielt mir jetzt für Damen echt nichts? Ich habe keine Ahnung. Man könnte ja zumindest mal Night of Autumn oder so droppen. Oder je nachdem, was man auf Hand hat. Mit dem Ending die Weil beantworten. Das wäre gut. Aber ich glaube, wenn man das hätte, hätte man das letzte Runde schon gemacht. Und ich habe noch Sorties gespielt. Green Sun für 2.
Hat man den Ding noch drin? Black Engineer geht nicht? Nein. Falsche Mana-Value und falsche Farbe. Das ist Scavenging Woods. Boah. Okay. Ich will mal also Lebensdorn. In der Hoffnung, dass der 2-2 lang noch überlebt. Ja. Weil, Man legt das Soulland. Okay. Aha. Und da passiert nichts. Krass, was ist das denn für eine Krüppelkeile hier gerade? Die spielen ja hier jetzt gerade echt. Oder kann man noch ein Ding, man könnte jetzt ein Fortis und noch ein Green Sun. Man könnte jetzt auch Green Sun auf 3. Nee, macht man nicht. Wow! Ja, Fortis sind manchmal ganz gut im Sideboard. Hab ich gehört. Ja, No Blocks habe ich gehört. Und dann Futter. Geht auf 4 hoch, bam, bam, beide 16. Alter. Das hat wehgetan. Uff. Ja. Das ist schon krass. Aber Us ist hier auch interessant, tatsächlich. Ich hatte jetzt erst kurz gedacht, er hat den, den der Ding mal gemacht. Oh mein Gott, mehr Mana Goblins. Mehr Mana braucht das Land. Ja. Den der Artefakte negiert. Aber wir sind ja schon Runde 2, da werden die wahrscheinlich rausgesagt. Ach so, den Fetch of Dry. Crater Maker meinst du? Oder meinst du den auf Seiten von Maverick? Von Maverick. Lol, eine Tropical. Okay. Was ist das denn? Also irgendwie stimmt hier gerade gar nichts, was da oben links in der Ecke steht. Doch. Upside Maverick stimmt komplett, weil die ist tatsächlich nur für Leovold drin. Wow. Soweit ich weiß. Das heißt, jetzt kommt ein Greenstone auf Leovold. Ja, dann hätte man die aber auch ein richtiges Land rausholen können. Ja, oder man wollte einfach zeigen, was man hat. Ja, ein bisschen zeigen, was man hat, ist schon okay im Legacy. Kann man mal machen. Kann man machen, das ist die richtige Antwort. Jetzt hat man den in der Hand. Glaube ich nicht, dann hält man den schon im Castle. What? Ja, nein, das ist Reliquary. Der ist auch fett. Der ist 4-4. 4-4 aktuell. Und der Us. Der Us. Ist gut. Hätte ich zuerst mal zugehauen. Erfahren, dann bauen, alleine für Mana. Falls irgendwer was tut. Gott, 3-4. Wow. Also jetzt hat man Muxus enabled. Ja. Das ist korrekt. Und ich glaube, man hat noch ein Land auf der Hand. Ich glaube, ja. Und nicht mal eine Matrone. Eine Matrone in die Weil Muxus. Das wäre gut. Ja, okay, da wird innerlich schon conceded. Ja, anscheinend schon. Ich bin halt mal gespannt, weil Maverick ist aktuell durch die verschiedenen Wege, die es geht, gar nicht mehr so in der Lage, so schnell zu finishen, wenn der Gegner nichts hat. Ja, du hast halt den Elfen nicht drin, der den Knight supportet. Hier wie heißt der nochmal? Der 3-4 wird. Elfische Claimer. Ja. Und irgendwie so überhaupt generell gar nichts. Mhm. Questing Beast ist, glaube ich, drin. Wow. Naja, es würde jetzt hier eine Menge Damage machen. Ja. Kannst nicht blocken, macht dir jetzt mal schief 4 Schaden. Was passiert jetzt da? Dieses Spiel, ne? Ja, wahnsinnig, oder? Wahnsinnig, ich find's super. Madness trifft dir ziemlich gut, auch wenn der Deck nicht anwesend ist. Ich find's super, weil es halt wirklich Gedankengänge sind und Wege geht. So, jetzt musst du halt irgendwie schon eigentlich beide blocken. Der Knight ist 4-4, der kann theoretisch 6-6 sein. 6-6 sein. Oh, plus 1 plus 1 in Eile. Und der Knight, ja, block, block. Okay, passiert nichts. Ja, Damage Step wird ja gleichzeitig verrechnet. Das heißt, da passiert noch nicht mal wirklich was einen Schaden pumpen könnte. Hat er noch einen Greensun und einen Swords auf der Hand? Ja, 4 meiner Greens. Greensun für x gleich 4. Hätte halt Questing Beast holen können, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wofür man das Mana jetzt offen behalten hat, weil es war ja effektiv außer Swords. Der Bird nichts im Friedhof. Swords, Wasteland. Die hat man jetzt auch noch offen. Einsatz? Einsatz. Land flooded. Ja, es passiert Goblins manchmal. Ich finde es sehr interessant, was... Wie viele Länder spielen die? 22 um den Dreh rum. 22 bis 23.
Ja, okay, ist halt schon relativ viel, ne? Ja, das stimmt. Dann hast du so viele Tutoren. Matrone und Ringleader. Das ist schon ordentlich. Ja, bloß halt auch sowas wie Wasteland, Shockland, Fetchländer und so weiter und so fort. Das ist eine Matrone. Ein Mulligan. Das ist ein Engine Tomb. Muggeln. Das darf mal anfangen. Das macht es natürlich wesentlich angenehmer. Lecky? Kein Lecky. Schade, ich hatte gerade schon Hoffnung. Ja, da kommt aber auf der anderen Seite Bird oder eine Dryad oder so. Und dann generell ist Lecky gegen Maverick einfach nicht gut. Generell ist Lecky aktuell nicht so gut. Du hast ja so viele tolle 1-Drops. Ja, aber die meisten wollen nicht mal gegen Lecky traden. Ja. Auch zumindest nicht alle. Aber trotzdem hast du halt auch keinen Bock dann Lecky und nee. Der landet entweder im Exile oder kriegt irgendwie einen Mana-Drop ins Gesicht gehalten. Meistens kriegt er einen Mana-Drop ins Gesicht gehalten, ja. Angenoob, das war die Fable, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh. Da ist der Angenoob. Und eine Matrone. Okay. Hier schwierig zu sagen, was man holt, glaube ich. Also wirklich schwierig. Kommt auf die Hand an. Könntest du den Lord holen? Aber das ist Magus of the Moon sind sogar drin. Magus of the Moon sind drin. Er macht bei der Weil aber dann auch mehr Sinn. Ja. So, das ist ein Ringleader. Nee, doch. Ich habe aber auch keine Food Chain beim Durchgehen gesehen. Ne, siehst doch kein grünes Duel. Muxus direkt. Krass. Okay, man hat halt da schon fünf Mana liegen, wa? Ja, das ist true. Das kann relativ zügig ein ziemlich dicker Muxus sein, was da kommt. Buff. Ha. Boah. Der kann halt jetzt auch einfach mal auf der Hand stranden, ne? Wenn du jetzt ein Wasteland frisst und ein Swords. Ja. Dann ist da schon mal. Da ist aber auch überhaupt nichts auf der Hand. Sehe ich gerade, das sind zwei Knights. Zwei Knights, ein Fetch, ein Renegade Raelia. Oh Gott, der existiert ja auch noch. Ne? Aha. Was Maverick da spielt, ne? Das ist so der Gefühl 2020. Ja, 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 2019. Er könnte jetzt halt Wastelanden, könnte nächste Runde Raelia Wasteland machen. Ja, aber wenn er dafür müsste, halt Wasteland haben. Ich meine, das eine wird auch ein Wasteland. Das würde ja jetzt liegen. Da ist eine Mutti. Baba. Das sind Sports. Ja. Das ändert die Clock auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn man jetzt halt langsamer ist. Das ist ein Wasteland. Ist aber, würde ich sagen, schon fast irrelevant. Der Muxus. Das ist ein Mockfinder-Deck. Das ist die Fable. Fable könnte man hier jetzt, glaube ich, ganz gut droppen. Fable wäre ein Plan. Dann kann man. Mockfinder-Deck? Nein, das ist nicht Mockfinder-Deck. Das ist dieser Bogenschütze, den du abwerfen kannst für 2 Damage. Ach ja, das Vieh. Oder für 4 Casten? Nee. Was sind das für Goblins? Ja, das sind ganz komische Goblins, die da gespielt werden. Also wirklich komisch. Der junge Herr sagt... Irgendwo habe ich ihn. Irgendwo finde ich ihn auch gerade. Nicht. Regie hat versagt. Oh, ja. Da fliegt ein Wasteland. Und da kommt der Renegade Rallyer. Der ist 4 Mana 2-3 mit Channel. Man kann ihn discarden für 2 Mana 2 Schaden zu schießen. Oder wenn er ins Spiel kommt, macht er 2 Schaden. Also hat man ihn für 4 Mana gecastet, um 2 Schaden zu schießen. Wow. Und da kam gerade ein Double Wasteland. Ja, das tut natürlich weh. Also Double Wasteland ist vor allem lässt man so, der Rallyer bringt die ans Spiel, ne? Ja, ja, genau. Es ist ziemlich strong mit dem Rallyer. Und wenn man jetzt hier ohne Rot gestrandet ist, yep, ist man. Könnte das ziemlich, ziemlich gut laufen für Maverick. Beats? Für 3. Der ist 2-2, ne? Ja, Block. So, dann kann man Theo. Ich würde auf Wasteland kannst halt auch nicht erlauben, ne? Ne. Kannst auch nicht. 3 Mana Knight. Knight. Fetch.
Hyrak. Ja. Edelmut zweimal, warum? Ja, gibt jetzt gleich erstmal vier in die Rippen. Das tut richtig weh. Das kann richtig weh tun. Schon wieder diese Tropical. Sie fliegt da einfach nur rum, um zu existieren. Ja, ne? Sie ist halt für den einen Leovold da. Gerade eben hat man zu viele und jetzt hat man zu wenig. Es hat man auch kein Land gezogen. Ja, Goblins hier echt schwierig mit Mana's Crew von. Ja, okay, der hat auch gerade in einer Runde zwei Wastelands gefressen. Ja, wollte ich gerade sagen, von Double Red auf No Red ist halt schwierig. Maverick hat aber nicht mehr so viel. Jetzt habe ich ein Duel auf der Hand und ein Fetchland. Also. Ja, aber der Knight wird jetzt halt gerade ein bisschen groß. Da ist ein Fetchland, mindestens zwei Fetchländer drin. Ich würde wirklich nur mit dem Rally angreifen. Uff, ja. Der hat halt Edelmut. Also der haut halt auch für 5 in die Rippen. Der selber hat auch noch Edelmut. Nee, aber der ist ja 3-2. Der ist 3-2, ja, stimmt. Ich vergaß. Block, Edelmut, ja, okay, dann Tap, sack das Ding weg. Auch wenn ich da wahrscheinlich eher das Blaue genommen hätte. Wasteland, oh. Autsch. Ja, da das ist der Konzit. 2-1 Maverick, Wasteland zu strong. Dreimal Wasteland zum Sieg. Krass. Ja, fast so viel zu 2019. Das fast monorote Deck wird gewastelandet. Ja, das ist true. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.